Wie lange waren Sie denn in Friedland? So 2, 3 Wochen, also es ging relativ schnell. Die kamen dann auch und haben gesagt, was ich denn will. Ich muss jetzt zur Schule gehen wieder. Und die erste Ansage war dann so, ja, wenn du keine Verwandtschaft hast und so, dann kommst du in irgendein Kinderheim. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Also ich bin nicht aus der DDR abgehauen, damit ich jetzt hier ins Kinderheim gehe. Und die Familie Melsen in Niebelda, in Christian-Albitz-Krog, die hatten gesagt, wenn wirklich alle Stricke reißen, weil die wussten ja auch, ich habe niemanden so in der Richtung, dann kannst du zu uns kommen. Und wir nehmen dich dann auf bei uns hier. Naja, und das habe ich angegeben dann. Und dann wurde danach gefragt, jugendamtsmäßig und so. Aber die hatten ein Riesenhaus, ne, riesen Bauernhof und da Platz war genug. Und die hatten ja auch einen guten Leumund, waren ja da bekannt. Und da bin ich dann als Pflegesohn hingekommen, als Pflegekind. War während dieser Aufnahmeprozedur im Grenzdurchgangslager nochmal Ihre Eltern ein Thema? Weil Sie waren ja noch minderjährig, mit 14 Jahren, dass dort auch nochmal gesagt wurde, willst du nicht doch zu deinen Eltern zurück oder wurde das nie thematisiert? Nee, entweder habe ich das gar nicht an mich rankommen lassen. Es war immer so in allen Bereichen, dass man gesagt, ach, du bist doch noch Kind und wie kannst du jetzt deine Eltern verlassen? So in der Richtung. Also diese Entscheidung wurde öfters angezweifelt oder hinterfragt, ne, in Gesprächen. Aber für mich stand einfach fest, ich will nicht eingesperrt sein in diesem System da. Ich hab das immer so für mich gehabt. Und von daher habe ich wahrscheinlich auch vieles gar nicht rangelassen, an mich so darüber nachzudenken.